Hey, Mathe-Fans, aus drei identischen rechteckigen Platten wird ein großes Rechteck zusammengelegt. Das große Rechteck hat einen Flächeninhalt von 96 Quadratzentimeter. Wie lang ist die kürzere Seite einer rechteckigen Platte? A. 4 cm B. 5 cm C. 6 cm D. 7 cm oder E. 8 cm. Wenn du die Lösung kennst, schreib sie bitte in die Kommentare und lass uns wissen, wie du drauf gekommen bist. Hey, Mathe-Fans, aus drei identischen rechteckigen Platten wird ein großes Rechteck zusammengelegt. Das große Rechteck hat einen Flächeninhalt von 96 Quadratzentimeter. Wie lang ist die kürzere Seite einer rechteckigen Platte? A. 4 cm B. 5 cm C. 6 cm D. 7 cm oder E. 8 cm. Wenn du die Lösung kennst, schreib sie bitte in die Kommentare und lass uns wissen, wie du drauf gekommen bist. Hey, Mathe-Fans, aus drei identischen rechteckigen Platten wird ein großes Rechteck zusammengelegt. Das große Rechteck hat einen Flächeninhalt von 96 cm². Quadrat. Wie lang ist die kürzere Seite einer rechteckigen Platte? A. 4 cm B. 5 cm C. 6 cm D. 7 cm oder E. 8 cm. Wenn du die Lösung scannst, dann schreib sie bitte in die Kommentare und lass uns wissen, wie du drauf gekommen bist.